Kurz nach einem Familiengottesdienst brach die Decke im Altarbereich ein. In der Folge musste die Kirche gesperrt werden. Mit Hilfe von Rücklagen des Kirchenbauvereins, der Dr. Weißbrot-Russ-Stiftung und viele Spenden konnten zum ersten Advent 2014 in der protestantischen Kirche in Essingen wieder Gottesdienste gefeiert werden mit einer schwingenden Decke und Kosten von gut 100.000 Euro. Doch 2015 folgte beim Aufdecken des Dachs eine weitere böse Überraschung. Im Dachgebälk wurde erheblicher Schaden sichtbar. Statt der geplanten 60.000 Euro kommen nun voraussichtlich 260.000 auf die Kirchengemeinde zu. Für diesen zweiten Bauabschnitt, der im Sommer 2017 abgeschlossen sein soll, mussten Darlehen aufgenommen werden, die Gemeinde über Jahrzehnte belasten werden. Deshalb und um die Last für die kommende Generation zu verringern, bat Pfarrer Richard Hackländer um Spenden der Gemeindeglieder für ihre Kirche. Aus diesem Grunde wurden und werden auch Aktionen wie diese biblische Weinprobe gestartet, um für den Erhalt der Essinger Kirche zu sorgen. Brot und Wein, eine biblische Kombination, wie sie auch beim Abendmahl üblich ist, vereinigt mit Gottes Wort, ist das eine etwas andere Weinprobe. Das Brot kommt von der Bäckerei Scheurich und der Wein von Essinger Winzern. Das Wort ist Gottes Wort aus der Bibel, dargeboten von Pfarrer Hackländer. Und wie immer ist Pfarrer Hackländer ein Meister des Vortrags, der Rede, amüsant, aber dennoch nachdenklich und immer auf der Grundlage der Bibel. Ich habe ihn hier von den Akteuren des Abends einige Beispiele zusammengestellt. Und um mit Pfarrer Hackländer zu sprechen, genießen Sie es. Und wir fangen gleich an mit dem Weingut Volz. Der Junior wird uns etwas über den Wein vortragen. Der erste Wein ist ein 2015er Grauburgunder Cabernet Feinherb vom Weingut Volz. Er ist ein typischer Vertreter seiner Rebsorte und eines wunderbaren Sonnenjahrgangs. Er zeichnet sich durch seine animierende Frische mit einem leichten Apfelton und Aromen von Birne, Ananas, Zitrus, dem Duft von grünen Nüssen sowie seiner spritzigen Säure aus. Sehr zum Wohl. Vielen Dank. Von meiner Seite aus, ich stelle heute zweite Wein vor. Das ist ein Riesling aus dem Holzfass. Im Keller ging es dann weiter, auch mit zwei Varianten. Somit auch, finde ich, einfach zum Wohl. Lass es uns schmecken. Hier ist ein Wein vom Weinbau Häupl. Das ist unser Wein und ist im 2014er Sauvignon Blanc. Sein Charakter, er hat einen frischen, fruchtigen Duft nach Pfirsich und Grapefruit. Es ist ein leichter Sommerwein und dann wünsche ich euch ein gutes Wohl. Ich darf Sie auch ganz herzlich hier begrüßen bei dieser biblischen Weinprobe und freue mich Ihnen als Abschluss unserer kleinen Weißweinrunde im Glas eine Kerner Auslese aus dem Jahrgang 2015. Ein Wein, von dem die Älteren gerne sagen, den kann man nackig noch auf der Bettkante trinken. Oder wenn die Winzer sagen, einfach ein Maul voll Wein. Zum Wohl. Thank you.
Dass in vielen biblischen Verheißungen, wenn Gott dem Menschen etwas Gutes zusagen will, dass eben dann auch vom Wein die Rede ist. Schon im ersten Buch Mose heißt es, also ganz am Anfang der Bibel, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Ist das nicht schön? Wein in Fülle? Ich stell mir so einen Weinkeller vor. Ja? Oh, heute mal da, morgen mal da. Ja, Essen und Trinken, das hat wohl Jesus genauso gesehen, gehören zu einer Gemeinschaft dazu. Nur wenige von euch wären wohl dieser Einladung heute gefolgt, wenn ein trockener Vortrag über Wein in der Bibel angekündigt worden wäre. Wir hören noch ein bisschen Musik. Wann hat das eigentlich angefangen? Direkt nach der Sintflutgeschichte heißt es, Noah, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Ja, der Wein sollte so. Lutherdeutsch, ne? Also Nackischlackerter. Ja, der Wein sollte in Maßen genossen werden. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich es wieder so tragen. Klarst du in einem Schwarzriesling Rosé? Schwarzriesling hat im Grunde nichts mit Riesling zu tun, bis aufs Aussehen von der Traube. Ja, die Traube ist sehr kompakt wie ein Riesling. Die Blätter ähneln im Riesling. Aber sonst ist es eine rote Traube, ein Schwarzriesling. Wir haben in dem Fall als Rosé ausgebaut. Das heißt, er wird ziemlich schnell abgekeltert, damit die Farbe aus der Schale nicht so intensiv rauskommt. Wir haben nur ein Rosé genommen, weil, ja, ganz einfach eigentlich, so die Scheiße auszählt man die geht. Schwarzriesling, Weißherbst, Kabinett, das war mal zu lang. Wir haben halt Rosé genommen, sieht schöner aus. In dem Fall ist das Kabinett. Moment, lass uns euch schmecken. Wir haben Ihnen heute Abend einen 2014er Regent mitgebracht. Der Regent ist eine relativ neue Züchtung. Wichtig zum Regent wäre zu sagen, dass er einer unserer wenigen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ist. Ansonsten ist der Regent ein samtiger und kräftiger Rotwein. Durch seine kräftige Struktur, die er hat, ist er sehr gut geeignet zu schönen Braten, aber auch sehr zu Käse zu empfehlen. Zum Wohl. Zum Wohl. Das haben wir jetzt, ein 2014er Spätburgunder Rotwein trocken. Es ist eine sehr anspruchsvolle Rebsorte. Dieser Wein stammt jetzt aus der Lage Kleinfischlinger Kirschberg. Wie Sie sicherlich viele wissen, hat die Kirsche ja doch einiges an Ländereien. Und hatte sich früher eigentlich auch immer die besten Plätze ausgesucht. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe damit. Ja. Und dadurch ist auch der Name Kirschberg. Dadurch ist der Name Kirschberg entstanden. Also auch dieser Wein können Sie noch mehrere Jahre lagern. Und man darf immer wieder probieren, ruhig jede Woche zwischendurch probieren. In dem Sinne zum Wohl.
Hallo, guten Abend, liebe Weinfreunde. Auch ich darf Sie begrüßen. Wie ihr seht, ist es ein Rotwein. Und zwar ein Cuvée mit drei verschiedenen Weinen. Einmal ein Regent, einmal ein Merlot und einmal ein Dornfelder. Separat ausgebaut, separat gepresst und auch separat im Gang im Tank vergoren. Hier haben wir die besten drei Weine verschnitten und versuchen hier das Beste aus den Weinbergen rauszuholen. Diese Weine sind lagerfähig, zwischen 6, 7, 10 Jahre durch ihre Struktur und ihre Tannine. Sie riechen, sie schmecken und sie sagen mir jetzt, was sie empfinden. Schmeckt. Oh, cool. Zum Wohl. Das hieß der Cuvée, das Cuvée, aber nein, das heißt die Cuvée. Es beschreibt etwas, was zusammenkommt, das sich harmonisch ineinander fügt und untrennbar miteinander vermählt wird. Das haben wir gerade auch gehört. Das ist also wie bei einer Hochzeit. Im Johannesevangelium wird doch von der Hochzeit in Kana berichtet. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dabei. Ja, und als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Und Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. So eine Art Vorkoster, könnte ich auch machen. Sie brachten ihm eine Probe und er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, habt ihr diesen Status schon erreicht? Folgt der Schlechte. Aber du, sagt er zum Bräutigam, aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Wein. Rotwein. Wir könnten die ganze Nacht feiern. Und noch einladen. Ja, genau. Und hätten 3 Tage noch zu tun damit. Von dem Ehepaar zu Kana hören wir später nichts mehr. Wir ahnen allenfalls, dass sie die Hochzeitsfeier noch verlängert haben. Sicher ist aber, dass sie ihre Hochzeit und dieses Wunder nicht mehr vergessen haben. Der Wein hat auf jeden Fall gepasst. Eine optimal zusammengeführte Cuvée schmeckt jede, ja, besser als jede Partie für sich. Und einmal kam er in einen Saal hereingehinkt und jemand sagte besorgt, Herr Präsident, was ist mit Ihrem Bein geschehen? Hat er gesagt, offiziell heißt es eine Infektion, aber tatsächlich habe ich wieder Viertel zu viel gehabt. Und liebe Gäste, wohlwissend um seine Unart, prägte Theodor Heuss selbst den Spruch, wer Wein säuft, sündigt und wer Wein trinkt, der betet. Nach so einer schönen Weinprobe möchte ich dran denken zu beten, dass ich noch oft Gelegenheit habe, so leckere Weine trinken zu dürfen. Und in der Pals ist man ja gottesfürchtig, man könnte abends nicht einschlafen, wenn man jetzt sein Nachtgebet gesprochen hätte. Gell? Und dass Sie heute Abend da nicht dran denken müssen, habe ich gedacht, schlage ich dem Herrn Pfarrer vor, mal das Pelzer Nachtgebet zu bringen, das schon mal Großmutter mit dem Großvater gebetet hat. Die haben aber keine so edle Weine gehabt wie wir heute Abend. Und haben andächtig gesagt, lieber Gott, du schickst uns den Durst, erhalt uns die Weg, die Wei und die Wurst. Erhalt uns die Palz, lass uns die Rebe, denn ohne die können wir Pilze nicht leben. Lass uns gesund, mach uns nicht krank, erhalt uns die Plätzl im Wald auf der Bank. Erhalt uns den Wald und lass uns da rein, erst dann können wir Pilze ja sein. Wir wollen das danke, wir machen keinen Bluff, wir füllen eine Fessel und bringen es mit Nuff. Und stehen wir vom Himmel mit so einem guten Triple Wei, dann lieber Herrgott, du nicht dann zögere und lass uns allen miteinander in den Himmel rein. Er soll aber noch ein bisschen warten, gell? Ja.